Geschätzter Herr Präsident, Frau Präsidentin, geschätzte Anwesende, wir möchten beliebt machen, dass wir die dringliche Motion für den Einkauf von Polizisten heute traktandiert. Wir haben sie vor einem Monat als dringlich eingereicht. Sie ist liegen geblieben und ich finde, wir sollten sie heute traktandieren, damit wir über die Dringlichbefindung auch entscheiden können. Immerhin ist das Sicherheitsproblem doch in der Stadt Zug wahrscheinlich über viele Parteigrenzen hinweg wirklich latent oder sogar virulent. Und deshalb meine ich, wäre es nicht verantwortungsvoll, wenn wir länger zuwarten würden mit der Überweisung dieses Vorstoßes. Ich bitte Sie somit, diesem Antrag auf Änderung der Traktandenliste zuzustimmen. Besten Dank. Ich bin da der Meinung, dass die Traktandenliste gemäß § 8 so vom Stadtschreiber unter mir festgesetzt wird. Der Gemeinderat kann gemäß § 47 die Reihenfolge verändern. Das ist die Kompetenz, die der große Gemeinderat hat in dieser Sache. Dann würde ich mir wünschen, dass die Frau Präsidentin in eigener Kompetenz diese Traktandenliste entsprechend anpasst, dass wir das machen können. Das ist nur eine Bitte. Patrick Steiner. Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, zur Güte würde ich eine Interpretation von § 42 Absatz 1 der gerade noch gültigen Geschäftsordnung vorschlagen. Darin steht, Motionen werden an der auf die Bekanntgabe folgenden Ratssitzung an den Stadtrat und so weiter überwiesen, sofern nicht 2/3 der anwesenden Ratsmitglieder die sofortige Behandlung beschließen. Ich denke, dieser Text lässt es zu, dass wir hier und jetzt, nämlich bei der Bekanntgabe im Rat, die sofortige Behandlung beschließen können. Was wir dann in der Folge jetzt Ihnen nicht empfehlen werden, aber wir können darüber reden, ob wir das sofort behandeln wollen. Das sollte gemäß Geschäftsordnung eigentlich möglich sein. Es ist nicht ganz klar da. Also im Rahmen der Bekanntgabe könnte ich eine Ausnahme sehen, wenn das der Rat unterstützt und eine Zweidrittelmehrheit findet, aber nicht in Form der Traktandenliste-Änderung. Sind Sie damit einverstanden? Würde das heißen, dass wir heute nicht über die Dringlichkeit befinden? Doch. Doch, aber sehr. Das ist sehr einverstanden. Gibt es weitere Wortmeldungen zur Traktandenliste? Herr Karl Kohler. Verständnisfrage. Wir gehen davon in der Anmachung, dass wir heute nur überweisen den Inhalt über diese Motion diskutieren. Weil da uns, würde ich sagen, zu wenig vorbereiten können. Das kommt noch sehr überraschend. Also eigentlich bin ich Ihrer Meinung, ja. Aber wenn die Mehrheit des Rates diesen das Anliegen unterstützt, einen Antrag zu stellen und eine Zweidrittelmehrheit zu finden, sehe ich das im Rahmen einer Ausnahme. Man müsste dann, wenn man es dringlich erklärt, müsste man das Material verwenden. Das ist natürlich der Grund, warum wir es eigentlich normalerweise zuerst fraktionieren, damit es zuerst in den Fraktionen besprochen wird. Ich möchte etwas präzisieren. Dieser Punkt ist tatsächlich nicht ganz klar, wie Patrick Steiner gesagt hat. Die Auslegung von § 42 ist so vornehmen. Im Rahmen der Revision der ESO, die auch heute traktandiert ist, haben wir auch dazu einen präzisierenden Vorschlag. Und heute, zur Güte, würde ich auch sagen, dass wir sehen, eine Ausnahme, heute diese dringliche Motion, die Sie gezeigt haben, behandeln und auch materiell, wenn die zwei Drittelmehrheit zusammenkommt, vielleicht wird das Ganze auch obsolet. Der Rat hat die Möglichkeit, diesem Antrag nicht zuzustimmen, weil wir es ordentlich auf die nächste Sitzung traktieren.
Also Sie haben es in der Hand, ob Ihr Ressort dort behandelt oder nicht. Ja, also laut unserer Lesung ist es so, dass wir nicht zwischen dringlichen Motionen und nicht dringlichen unterscheiden. Und darum gilt für mich 2. Paragraph 42 und 41. Und daraus wird deutlich, dass wir zuerst die Motion bekannt geben müssen und dann der nächsten Sitzung jeweils dann traktandieren und erst dort über die Überweisung sprechen können. Und im Sinne einer Ausnahme habe ich nichts dagegen, dass wenn der Rat sich zu zwei Dritteln findet, können wir das noch machen. Gibt es weitere Worte zu Frau Dahl? Dann ist diese so genehmigt.